So, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Runes of Magic. So, ganz kurz ein bisschen zurechtsetzen. Okay, wir müssen jetzt die Säbelzahntiger töten, um deren Fleisch zu bekommen. Ich stelle mal das Mikrofon minimal um, damit es ein bisschen mehr in meine Richtung zeigt. So. Ja, die offene Rechnung mit den Säbelzahntigern haben wir nämlich noch. Die haben mir den Jäger wohl anscheinend umgebracht oder sowas. Oder ihn halt so schwer verletzt. Je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Ja. Seit gestern, also seitdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe, ist jetzt nicht so viel passiert tatsächlich. Ich bin echt ein bisschen überlegen, über welche Themen man denn nochmal quatschen könnte im Let's Play. Ich meine, das Thema jetzt hier neuer Itemshop und so, der hier immer wieder Ewigkeiten zum Laden braucht, ist eigentlich schon mehr als ausgelutscht. Obwohl eigentlich ist das nicht wirklich ausgelutscht, aber naja, das ist ein anderes Thema. Ja, ich bin eigentlich zu diesem Zeitpunkt jetzt, wenn ich hier aufnehme, habe ich schon längst die Daily-Dosen mit dem neuen Charakter gestartet. Also mit dem Baumknuddler, genau. Und eigentlich bin ich extrem motiviert, den Baumknuller jetzt ein bisschen zu spielen, aber ich bin auch andererseits noch ziemlich motiviert, den Thun weiterzuspielen, weil ich ja auch endlich mal Dalanis und so weiter wiedersehen möchte. Nur davor möchte ich erst einen Priester hoch haben, damit wir auch für Dalanis und sowas eine vernünftige Sekundärklasse mit zur Verfügung haben, mit Level 50 Elite-Fertigkeiten und dem ganzen Kladderadatsch, der dazugehört. Bin auch noch gespannt, wie wir dann später die Level 60er Elite-Fertigkeit kriegen. Na gut, in der Regel ist es ja so, die Weltbosse, die für die 60er Elite und ich glaube später auch für die 70er Elite, werden für die 70er Elite Weltbosse benötigt? Weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt gehen wir erstmal nur davon aus, 60er Elite werden Weltbosse benutzt, gebraucht. Da kann man dann mal mit den Gilden hier sich absprechen, ob man die, ja, seinen sein Questteil da quasi mit abholen kann. Den Gilden geht es ja meist nur darum, dass sie die Beweise daraus haben wollen, die Beweise des Mythos, mit denen man dann High-End-Stats ziehen kann. Also ganz besonders High-End-Stats. Man kommt zwar so ja auch an jede Menge Stats, aber die von den Beweisen des Mythos sind nochmal ein bisschen besser in manchen Fällen. Sie sind, glaube ich, nicht in allen Fällen immer die besten. Aber in manchen sind sie gut. Boah. Deshalb gibt es ja meistens mal so ein Shitstorm, wenn das Event Management oder so, oder keine Ahnung, wer das gemacht hatte, immer mal ein Beweis-Event gebracht hatte. Denn da wurden die Server ja geradezu mit diesen Beweisen, also mit diesen hochwertvollen Items geradezu geflutet meist. Auch weil die Spieler dann aus reiner Gier nach möglichst vielen von den Beweisen oftmals, glaube ich, mit gigantischen Twink-Armeen gearbeitet haben und sowas. Das hat man ja alles dann im Forum nachlesen können. Wie einfach dann Unmengen von Beweisen zu erfahren waren. Ich glaube, ich habe tatsächlich auf meinem Main-Char auch noch ein paar Beweise des Mythos mal aus so einem Beweis-Event rumliegen. Ansonsten bin ich jetzt gerade am Überlegen, also heute werde ich ein bisschen einen Aufnahmetag machen, jetzt schon mal so als Information. Für euch ist es jetzt keine wichtige Information, weil ich ja dann sowieso ihr diese Folge so viel später seht, aber ich bin am Überlegen momentan immer wieder, was ich denn nochmal Let's Playen sollte. Ich möchte ja mein Portfolio auch ein bisschen ausbauen. Ich möchte ja nicht nur einen reinen Runes of Magic Channel haben. Ich bin jetzt zum Beispiel am Überlegen, ob ich mal das ein oder andere Indie-Game noch Let's Play, weil ich habe meine Steam-Bibliothek ist enorm voll von Spielen und die möchte ich eigentlich alle mal so Stück für Stück, na gut, oder fast alle mal so Stück für Stück mit euch Let's Playen und durchgehen. Von daher, so schnell wird es bei mir nicht kommen, so ein Hinweis oder Kommentar. Ich habe keinen Bock mehr oder ich weiß nicht mehr, was ich spielen soll. Ich habe immer irgendwas, was ich mit euch noch spielen möchte. Explosivfalle, Lamodis Kopf. In der Mitte den Ruin aufgestellt habt. Achso, wir müssen den Boss der Tiger quasi umhauen. Alles klar, das kriegen wir wohl hin.
Da haben wir das Fass. Nicht im Zielbereich. In der Mitte der Ruinen. Tief in den Ruinen hier. Dann gehen wir mal ganz tief in diese Ruinen. Ah, okay. Bombe erfolgreich gelegt. Okay, der hat ein bisschen Schaden genommen. Ich glaube, wir hätten ihn angreifen sollen. Okay, gehen wir nochmal und holen uns nochmal die Quest. Lalalala. So, zweiter Versuch. Das heißt aber auch, wir haben jetzt wieder einen schwierigeren Kampf vor uns. Wir haben jetzt ein paar Gildenruhen, die kann ich mal in den Gilden schmeißen. So. Physischer Schaden, nein. Aggro, nein, nein. Das bringt uns hier nichts. Wir können mal uns kurz durchbuffen, auf jeden Fall. Definitiv, das könnte man auf jeden Fall machen. So. Und ich kann auch mal das eine oder andere Item vielleicht austauschen, wenn es besser ist. Physische Verteidigung ist immer gut hoch zu haben. Okay, dann stellen wir das nochmal auf. Oh, ich sollte mich wirklich gut heilen dabei. Eieiei, warum machen die denn hier, arbeiten die immer mit so blöden Bossen hier? Im Drachenzahngebirge. Aber der scheint nicht ganz so böse zu sein. Wie sein Kollege, der ja, Dingsbums. Oh Gott, das Mammut. Das wir vor ein paar Folgen gesehen hatten. Ja, doch, der scheint deutlich angenehmer zu sein. Und schon jetzt besiegbar sein. Und soll jetzt wohl schon besiegbar sein, sozusagen. Ja, gut, wir sind auch ziemlich gut ausgerüstet, muss man immer noch im Hinterkopf behalten. Dabei. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich mein Mana hochhalte. Dass ich mich im Notfall ein bisschen hochheilen kann. Wupp. Wir heilen uns echt mit dem psychischen Fallen gerade am allermeisten. Selbst mit der Schnellheilung heilen wir uns nicht so viel. Krass. Komm, guck mal, wir irgendwo noch. Ich könnte mal kurz ein paar Donuts fressen. Heiltränke hätte ich noch. Angriffsgeschwindigkeit bringt uns nichts. Ich habe keine Mana-Tränke, ne? Scheiße. Eieiei, das kann ziemlich böse hinterher enden. So, machen wir eine Gruppenheilung. Oh, okay, sie hilft uns gerade nicht genug. Ne, die Gruppenheilung ist nicht stark genug für uns momentan. Das Gebet des Trübsals hilft uns, glaube ich, was. Wir müssen eigentlich fast nur jetzt nur mit Fokus kämpfen, tatsächlich, glaube ich. Okay, der unterbricht uns. Das hilft uns nichts. Das Gebet des Trübsals. Immerhin, wir haben ihn schon auf unter 40%. Yay. Genau so muss das laufen. Fängt die erste Folge dieser Aufnahmesession schon mal wieder perfekt an.
einen schönen, unendlich langen Bosskampf. Habe ich denn wirklich nicht so mit einem... Auch als Nicht-Schattenpriester gerade mal ein bisschen Fokus generieren kann? Nö. Oh, oh. Puh, das war knapp, als ich dachte. Das war sehr knapp. Eieiei. Scheiße, war das knapp. Kann das sein, dass er jetzt stärker reinhaut gerade? Ich muss echt jetzt ein bisschen mit den 5 Minuten, mit den besonders starken Skills handhaben. Einmal mit gesegneter Aura und mit Seelenquellen muss ich jetzt ganz geschickt hantieren. Dass ich dann das jetzt auch dauerhaft noch überlebe, gegen ihn zu kämpfen. So, komm. Ich habe ja immer noch zur Not nochmal einen Trank auch, den ich noch draufschmeißen kann. Boah, es ist echt, echt wichtig, dass ich den psychischen Pfeile habe. Ohne die psychische Pfeile wäre dieser Kampf nicht schaffbar. Definitiv nicht. Gut, dass sie ein Priester Hexenmeister sind. Ja gut, ich hätte natürlich auch ein paar mehr Mana-Tränke noch da haben können. Davon ganz ab. So, nochmal einen Donut futtern, der sofort eigentlich aufgebraucht sein sollte. Ja, der war instantan weg. Könnten gleich vielleicht einen ja, Heiltrank gebrauchen. Ganz genau mit den ganzen. Wir müssen wirklich ziemlich genau mit den ganzen Cooldowns timen. Sonst könnte es echt knapp werden. So, ich habe jetzt gleich nochmal noch mal eine gesegnete Aura, falls es nochmal knapper werden sollte. Hält das ja so recht gut. So, komm. Komm, 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 komm. Jetzt nicht nachlassen. Okay, schnell heilen. Schnell. Unverwundbar machen. Ich brauche das jetzt gerade. Muss mich ja gerade ein bisschen gegen regenerieren können. Uack. Das war scheiße knapp. Nein. Nein, 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 nein. Halt durch. Ich habe keinen Mana mehr. Scheiße. Ja. Ich habe auch wirklich nichts, was ich noch schmeißen könnte. Ich bin viel zu schlecht ausgerüstet gerade. Das ist eigentlich ziemlich fatal. Wir haben auch ein bisschen zu wenig Weisheit. Eigentlich sollte uns eine solche Malerknappheit im Kampf nicht passieren können. Boah, bräuchte noch eigentlich deutlich mehr Weisheiten. Eieieiei, das wird scheiße knapp. Richtig, richtig scheiße knapp. Aber es ist nicht unschaffbar für uns. So, jetzt habe ich. Jetzt werde ich keinen Mana mehr zusammenkriegen im Kampf. Für irgendwas. Ich kann nochmal einen Donut futtern. Ich könnte auch einen Kristallzucker eigentlich zu, hätte ich futtern können, der heilt mehr. Der schützt vor mehr Schaden. So, ich habe nochmal einen Heiltrank bereit. Wir haben ihn gleich. Gleich haben wir ihn. Oh Gott, komm jetzt. Ein oder zwei physische, psychische Pfeile sind es noch. Einer noch, bestimmt.
Oh Gott. Geschafft. Yay. Durch unglaublich zähes Kämpfen haben wir das geschafft. So, gehen wir ganz fix hier um Ecke. Oh Gott, das wird ein Kampf. So, Zweihandstabnehmer natürlich. Bombenlieferung. Oh, eine Bombenlieferung ist das. Ha. So, müssen wir hier vorne hinbringen. Ich drücke jetzt mal einen Schluck zu trinken. Aber irgendwie sind es für mich immer wieder diese Kämpfe, die das alles richtig spannend machen und die zeigen, ja, wir sind gar nicht so schlecht. So, die gespannte Bogensehne. Achso, wir müssen hier ein bisschen was sammeln. Das können wir noch eben fix machen. Danach machen wir eine kurze Folgenpause. Sehr elastischer Rohrstock. Ich bin vorhin aus Versehen auf J gekommen. Hallo? Den wollte er nicht aufsammeln, dann nimmt er den hier jetzt mal. Die haben wohl eine längere Respawn-Zeit als nur die paar Sekunden. Also hier kann man nicht diese Dreier-Taktik anwenden, wie es ausschaut. Dafür gibt es aber auch hier mehr als genug. Muss man ja auch zugeben. Gleich haben wir das. So, und dann geht's eigentlich auch schon wieder in eine Folgenpause. Ich werde mir überlegen, ich glaube, ich mache heute noch eine Folge, mindestens. Ich bin gerade so gut im Flow. Jetzt vielleicht nicht, was das Erzählen angeht, aber zumindest was das Spielen angeht. Was ja auch immer was Wichtiges ist. Aber ich finde es manchmal echt faszinierend, was es für Spiele teilweise gibt. Es gibt so ein Spiel, das heißt The Beginner's Guide oder sowas heißt das, glaube ich. In dem werden ganz, ganz viele mögliche Spielekonzepte vorgestellt oder Dinge, die so in Sachen Game Design genau gegen den Strich gehen und sowas. Und trotzdem kommen da irgendwie so Spiele raus. Das Ganze wird in Form einer zusätzlichen Geschichte erzählt, die auch nochmal etwas komplexer ist, als man auf den ersten Blick denken mag. Die Gefahren des Passes. Wir müssen Frostwölfe töten. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao, ciao.